Warum hat er uns alle so lange im Stich gelassen? Warum hat er uns nicht geholfen? Er hatte die Möglichkeit, mit seinen Kurzfilmen Großes zu vollbringen und dann... Und dann verpisst er sich über ein Jahr und gibt nicht einen Ton von sich und macht auf Psychodoc? Na, ich will euch mal was erzählen. Zwangsneurosen, Depression, vergeigt beim Rappen jeden Ton, verschleiert seine Flows mit Ellips, weil er technisch Durchschnitt ist. Er ist so bedeutungslos, ja man sieht ihn im Flutlicht nicht, versucht sein Ding zu machen, ja doch am Ende schafft er es nie. Denn wenn man mal genau hinschaut, ist er zu 66,6% ne Beastie Boy Kopie. Bei so vielen Konflikten ist er kleinlaut, große Fresse hinterher. Beim Kopieren von Teas-Tattoos war dann die Tinte leer. Oh nein, will sich jetzt beweisen mit nem Diss-Track gegen sich. Doch es sieht so aus, als ob die Mizzet gegen Wände spricht. Hast keine dopen Flow-Passagen, wenn ich battle ohne Gnade, ist es wie beim Fußball. Ich zerstör dich, Berti, Richter-Probe. Bist du einfach fett oder brütest du was aus? Alter, was ist das für ein Bauch? Ich dachte, schwanger werden kann man nur als Frau. Ich steh bereit zur Jagd und ich ziele ganz genau. Zieh dir rote Handschuhe an, dann löschst du schon die Kerzen. Ich weiß ja nicht, wie du das nennst, ich nenn das Streichelzärmchen. Rosa Schuhe, blaues Haar und Feuergrün, was soll das sein? Du bist ja echt ganz schön exotisch, ja man nennt dich Papagei. Dein Video zu Leben ist nun fast ein Jahr her. Erzähl's uns, du hattest keine Zeit, doch wir glauben dir nicht mehr. Jeden Tag 8 Stunden frei und dann hast du keine Zeit. Was hast du denn bitte gemacht? Außer täglich Handarbeit, hast bloß gezockt und warst zu faul, um aufzunehmen. Bringst kaum Let's Plays zu Ende, Mann, wann wirst du dich entscheiden, deine Videos rauszunehmen? Dieser Freestyle ist besser als alles, was du bisher vollbracht hast. Also faktisch kann man sagen, ich hab dich zerstört inmitten von nur einer vollen Mondnacht. Spaß! Jeder Punch von mir sticht gleich dich jetzt, das ist doch nicht normal. Sag mal, wann kommt denn nun endlich der erste Stream auf deinem Twitch-Kanal? Bevor du noch was sagst, was du nicht einhältst, sei doch bitte lieber still und schließ einfach deinen Kanal, wenn du aufhören willst. Reiß dir jetzt den Arsch auf oder ich mach es für dich und zeig deiner Community, dass du sie noch immer willst. Ansonsten komm ich wieder und das wird ganz sicher nicht so schön für dein Gesicht. Du Pisser. Nein. Game.